lived alone in a small house. So, hallo, wir sind in Repentance Part 101 und playing with his toy. Letztes Mal haben wir endlich bei Keeper den Wooden Nickel freigeschaltet, den wir jetzt standardmäßig als Anfangs-Item haben. Und der macht einfach Folgendes. Na, das ist ein Spacebar-Item, der einfach einen Nickel spawnt, wenn man es einsetzt. Und damit kann ich also jetzt problemlos hier in die Räume rein, wenn ich nicht dumm bin. Ja, also, ne? Hier, zack. Man sollte ihn dann auch einsammeln, wenn man ihn spawnt. Das wäre natürlich klug. Okay, wir lassen ihn aber natürlich liegen. Denn wir wollen ja möglichst viel rumliegen lassen, wegen solchen Räumen hier. Na? So, und jetzt ist das Ziel natürlich das Übliche. Wir wollen also nicht den Itemraum besuchen, sondern wir wollen natürlich auf den Dings hinarbeiten, auf das Planetarium. Oh mein Gott. Ja, ich muss so sprengen. Ich kann nicht beides gleichzeitig aufsprengen. Na, das ist natürlich ärgerlich. Wir hoffen mal, dass da mehr Bomben rauskommen. Ja, gut. Aber jetzt liegt genug Geld rum für Dingens. Dann können wir das gleich mal angehen. Hier. Okay, das war Nummer 3. Hier. Sehr schön. 6. Prima. Und 7. Nice. Da ist mein Engel-Item schon aufgetaucht. Kann man doch anbieten, ne? So, dann gehen wir hier rein. Okay. Theoretisch könnte ich jetzt die Münzen eigentlich einsammeln. Naja, wir warten mal. Jetzt versuchen wir natürlich noch an... Ja, ich komme mal wieder nicht an beides gleichzeitig ran. Ne? Das ist wieder ärgerlich. Ich gehe lieber an die Kiste. Ja, das war am Ende... Naja, wobei es hat jetzt einen Schlüssel und Dings gekostet. Ich weiß nicht, ob es so viel besser war am Endeffekt. Bin ich noch am drüber nachdenken. So, aber jetzt kann ich eben nach jedem Raum... Wobei, das Ding ist natürlich... Okay. Das Ding ist, wenn ich ihn direkt nach dem Raum einsetze, ist es eigentlich dumm. Schlauer wäre es, ihn erst im nächsten Raum einzusetzen. Weil... Kann es auch begründen. Weil ja, wenn wir hier getroffen werden, sollte ja hier das Geld rumliegen. Also geht man erst in den nächsten Raum mit der Option und setzt es dort ein. Ja, so macht man das. Glaubt mir. Ich hab das studiert. Na, aber dann muss ich es natürlich sofort einsetzen. Weil sonst verschwende ich es ja. Weil direkt nach dem Kampf habe ich dann ja schon wieder den aufgeladen. Dann hätte ich ihn verschwendet. Also ich muss sozusagen, wenn er aufgeladen ist, in den nächsten Raum gehen, ihn dort einsetzen, dass ich ihn sammeln kann, falls ich dort getroffen werde. Ich denke, so ist der sinnvolle Einsatz von dem Wooden Nickel. Das macht natürlich schon vieles jetzt einfacher. Na, das ist im Prinzip die Möglichkeit, es ist eigentlich wie das Yamhart. Du hast eigentlich praktisch die Möglichkeit, dich immer um ein Herz zu heilen. Pro Raum einmal. Das macht Dinge schon einfacher. Hoffe ich. So. Sehr schön. Damage up. Und jetzt können wir das ganze Geld sammeln, was wir hier noch übrig haben. Bin am Überlegen,
eine Bombe zu kaufen. Und in den Geheimraum mich zu sprengen, weil ich glaube... Ja... Ja, das ist jetzt halt das Ding, ne? 5 Münzen für eine Bombe. Okay, ich wollte eigentlich erst noch drüber nachdenken. Jetzt habe ich es einfach eingesammelt. Aber dann wird die auch so sprengen, dass wir den Stein damit nehmen, falls da was Cooles ist. Ah, ha! Ich krieg die Bombe zurück! Das ist ja optimal. Ja, okay. Okay, ist am Ende nur ein Schlüssel gewesen, aber so gesehen war es ein Gratis-Schlüssel. Insofern passt die Geschichte. Will ich die Bombe wieder für... Also ich könnte jetzt mein Geld zurückholen. Ich könnte das gekaufte Geld... Nein, 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 machen wir nicht. Wir sprengen lieber noch den Kollegen da oben. Vielleicht kommt was anderes raus als blaue Herzen. Mit dem Topf zusammen. Yes! Ich meine, ist erstmal ein Speeddown. Ich weiß, der Speeddown ist immer nicht so nice, aber der Damage ist nice. Insofern, bascht. Bascht. Weiter. Weiter im Programm. So, wir müssen jetzt aber auch dran denken, ein Trinket abzulegen. Wir brauchen ganz dringend ein Trinket. So, ich würde trotzdem den Curse Room erst riskieren wollen, wenn ich 3 Münzen habe. Auch wenn ich jetzt natürlich rein könnte, das ist mir bewusst. Aber ich habe halt trotzdem... Ne, ich würde ihn... Wir warten mal ab. Habe ich gerade eine 5er Münze gedroppt? Kann der auch mehr droppen? Ich dachte, der droppt immer nur 1er Münzen. Oha! Der kann auch ganz andere Münzen droppen. Oh! Das macht den Woody natürlich noch viel genialer. Und hier ist jetzt nämlich schon direkt der nächste Sacrifice-Room. Noch haben wir nicht viel Geld am Rumfliegen, aber das ändert sich natürlich, da wir durch jede Münze... Jetzt hat er gar nichts gedroppt. Kann das auch passieren? Kann der auch failen? Der hat einfach gerade gefailt, ne? Jetzt wieder. Ist es, wenn er mal einen 5er droppt, dass er danach eine Weile failt? Ich muss den mal kurz lesen. Ich dachte, ich habe den Nickel verstanden. Aber scheinbar kann der wieder mehr, als ich dachte. So. When used... Ah, 50% Chance, ein zufälliges Item zu droppen. Okay. Ah, es ist eine 50% Chance, dass er was droppt. Es ist gar nicht garantiert. Oder muss ich böse aufpassen? Oder muss ich richtig böse aufpassen? Sehr schön. Wir riskieren hier nichts. Wir gehen so rein. Jo, nehmen wir mit. Ist in Ordnung. Sehr schöne Sache. Okay, cool. Jetzt haben wir wieder genug Geld rumliegen. Jetzt können wir hier auch an die Geschichte rangehen. Mit Glück spawnen ja direkt Münzen, die ich gleich einsetzen kann. Dann muss ich gar nicht die anderen einsammeln. Achso, jetzt könnte ich ja auch den legen. Ne? Genau. Aber da kommt schon die nächste. Und dann haben wir die hier. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Ach so. Der Port wäre jetzt in den Devil Deal. Da will ich eigentlich gar nicht hin. Kommt mir gerade. Jetzt. Ha. Ich wollte gerade sagen. Aber vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir Glück und drehen die Geschichte einfach um. Und wir drehen die Geschichte einfach um. Und da ist der... ja, Moment. Hat Wafer auf Keeper einen Effekt? So halbe Münze ist ja Quatsch, ne? Hat Wafer auf Keeper einen Effekt? Has no effect with the Keeper. Ja, eben. Scheiße.
Was nehme ich denn jetzt? Ey, ich habe 3 Engel-Item. Und alles ist Mist. Weil das andere Ding ist doch dieser Blue Charm, dass ich, hier, weißt du schon. Dass, wenn ich ein blaues Herz einsammle, was ich nicht einsammeln kann. Wo ist denn das Item? Warte, ich gebe mal kurz Angel in die Suche ein. Ja, genau. Soul Hearts geben ein Stat up. Ja, aber ich habe keine Soul Hearts mehr. Ja, aber die Bibel will ich ja auch nicht mitnehmen. Aber die Bibel könnte ich als Buch einsammeln. Ey, das ist gerade echt schwierig, ne? Was würdet ihr denn jetzt nehmen? Wafer ist Quatsch. Wafer nützt mir nichts. Das andere Ding nützt mir aber auch nichts. Ich nehme die Bibel, weil es ein Buch ist. Weil, ist eines von den Items eins, was zu Dings, was mich zu Dings machen kann? So hier, wenn ich 3 davon sammle, lerne ich fliegen. Wafer schon mal nicht. Die Bibel ist ein Seraphim-Transformations-Item. Die Bibel ist ein Seraphim-Transformations-Item. Die anderen nicht. Okay, es geht in jede Richtung zur Bibel. Also von dem, was hier ist, ist es die Bibel. Aber wir bleiben natürlich beim Nickel. So, der ist essentiell wichtig. So, einen Dings haben wir noch und dann könnte noch ein Engel-Item droppen. Setz dich gar nicht erst ein. Da kann so viel Scheiße passieren. Okay. Gut. Aber dann haben wir das jetzt auch gesehen, was hier alles war. Null. Okay. Sollen wir gleich mal in den Shop reingucken? Ich meine, wir werden eh genug Geld zusammenbekommen. Jo, auf jeden Fall war es schon mal sinnvoll reinzugehen. Aber was kaufen hier werde ich nicht. Und da ist direkt der Bosskampf. Ich krieg keine Aufladung mehr für den Nickel, kann das sein? Ich wollte eigentlich beim Bosskampf eine Münze droppen. Aber jetzt kriege ich keine Aufladung mehr. Ah, ist ja jetzt blöd. Naja, muss der Bosskampf halt so funktionieren. Ach, das jetzt, das hier habe ich doof gemacht. Ja, das habe ich echt doof gemacht. Oh Gott, drückt mir die Daumen, dass der Kampf läuft, sonst habe ich ein Problem. Okay. Okay, es ist er. Vielleicht habe ich Glück und das Feuer droppt noch eine Münze. Okay, so viel dazu. Aber eigentlich müsste es laufen. Also eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass er mich jetzt erledigen wird. Ich wüsste nicht, wie das schiefgehen kann hier. Schon ein relativ einfacher Kampf eigentlich. Ja. Ja, schön. Den Raum haben wir im Prinzip schon gesehen. Ich kann kurz reinwuseln, aber nützt mir halt nichts mehr. Ne? Okay. Geld sammeln, was noch übrig ist. Ach so, jetzt könnte ich eigentlich kurz mir die... Nee, kann ich nicht, weil dann ist der Raum zu, ne? Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, ich hätte mir die Bibel schnappen können, hier rausgehen, rumfliegen. Aber nee, kann ich nicht, weil dann ist der Raum zu. Das wär eine schlechte Idee gewesen. Das wäre eine ganz schlechte Idee gewesen.
So, wir laufen auf 40% Planetarium, nächste Ebene. War hier noch was? Ja. Gut. Ich warte noch auf mein HP ab. Das HP ab ist noch eine ganz wichtige Geschichte. Aber dann sind wir erstmal happy. So, und wie sieht's jetzt mit Geheimraum? Okay, der Supergeheimraum kann eigentlich nur hier sein und da nehme ich noch zwei Münzen mit. Sehr schön. Selbst wenn der jetzt kacke ist, hab ich... Der ist alles andere als kacke. Der ist alles andere als kacke. Der war sogar sehr nice. Okay. So, was macht jetzt dieser Pokerchip? Ist der was zum ersten Mal mitnehmen oder liegt da was zum gleich mal ablegen, bevor ich es vergesse? Chests have a 50-50 chance to either pay out with extra consumables or nothing. An enemy. Ah, 50-50, dass es mehr wird. Oder dass gar nichts rauskommt oder ein Gegner rauskommt. Ah, möchte ich nicht riskieren. Dann bleibt der Pokerchip schön gleich hier liegen und wir haben unseren Key schon mal, also unseren Crack Key schon mal vorgefertigt. In Ordnung, würde ich sagen. In Ordnung. Itemraum lassen wir, denn wir warten ja auf das Planetarium. Curse of the Labyrinth, oh mein Gott. Und wieso haben wir jetzt eine Satan-Deal-Chance? Was habe ich denn jetzt wieder verbockt? Ich meine, ist an sich egal, weil mir mit Geld eher an Satan-Deal auch gut rankommen. Oh Gott, nicht. Ah, dieser Raum. An sich ist der Raum ja nicht schlimm, aber der macht mich immer nervös. Weiß nicht warum. Der macht mich immer nervös, dieser Raum. Keine Ahnung wieso. Hermit, okay. Port in den Boss-Shop. Bevor wir einen Schlüssel einsetzen, setze ich die Karte ein, weil ich würde es wahrscheinlich eh nicht mitnehmen, so wie ich mich kenne. Da habt ihr ja immer gemeckert, dass ich es nicht eingesetzt... Halleluja. Da habt ihr immer gemeckert, dass ich es nicht eingesetzt habe. Das war dumm, ich hätte den später einsammeln sollen, weiß ich. Da habt ihr immer gemeckert, dass ich es nicht eingesetzt habe. Und die Karte einfach hab liegen lassen und stattdessen halt mit einem Schlüssel in den Shop gegangen bin. Habt ihr ja auch recht. Habt ihr ja auch recht. Sollte ich nicht tun. Wir haben jetzt beide... Wir haben beide Räume... beide Itemräume gefunden. Und können beide nicht rein, weil wir noch nicht das Planetarium haben. Was ist da? Oh mein Gott! Bin ich gerade ein bisschen erschrocken. Bin ich gerade ein bisschen erschrocken, gerade so, ne? Okay, das war der Raum. Wow, da wäre ich schon wieder fast... Wie ich immer das Talent habe, in diese ganze Kacke reinzulaufen, ich verstehe das nicht. Oh mein, das heißt ja... Wow, 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 wait. Das heißt, meine Theorie vorhin war Müll. Wir können nicht gefahrlos in den Curse-Raum. Wir können nicht gefahrlos in den Curse-Raum, eben gerade, weil er nicht immer... Oha. Meine Theorie war ja kompletter Müll. Cool. Ah, meine Theorie wäre ja kompletter Müll. Deswegen bin ich auch gestorben beim Erst, weil es da keine Münze gespawnt hat. Oha. Die haut es mir ins Gesicht. Nein, tatsächlich nicht. Ach, ich sammle sie selber ein. Okay. Okay. Shop. Ja, wie gesagt, also... Fuck. Bevor ich einen Schlüssel... Ja, ist ja gut. Bevor ich... Ihr werdet lachen. Ich wollte gerade sagen, bevor ich einen Schlüssel einsetze, setze ich Hermit ein. Aber vielleicht kommt auch erst noch ein goldener Schlüssel und der kommt genau in dem Raum. Ja, dann ist das ja easy. Easy going. Stimmsail.
nehmen wir mit. Da brauchen wir gar nicht lange rum überlegen. Steam Sale ist ein Instant-Kauf. So. Natürlich erst bezogen auf die nächsten. Oh boy! Natürlich erst bezogen auf die nächsten Ebenen. Aber... Aber, ja. Ah, der hat nichts gespawnt, der hat nichts gespawnt. Schlechter Raum. Hilfe. Böser Raum, okay. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Haben wir, alles gut, haben wir. Haben wir geklärt. Sehr schön. So, da komme ich nicht. Na gut, da, das ist jetzt wieder die gleiche Sache wie damals. Ich würde rankommen, wenn ich wüsste, dass entweder eine Kiste Münzen rauskommen oder dass mein Nickel funktioniert. Das riskieren wir aber nicht. Das riskieren wir natürlich nicht. Ich könnte mich rausporten mit Hermit. Ja, das könnte ich halt in jedem Fall. Ja, siehst du, der hat nämlich schon Kack gemacht, siehst du? So geht's nämlich, dann los. Puberty. Oh, ich muss sprengen, sonst komme ich da nicht durch. Dann sprenge ich lieber hier und gehe ganz weit weg. Falls nämlich irgend so ein Pilz Gift spuckt. Yes! So, und dann haben wir noch ein Twinkie dabei. Passt doch. Ab in Hermit. Weil sonst wäre ich jetzt tot, ne? Sonst wäre ich jetzt tot. Also, alles mal wieder richtig gemacht. Watch me, wie ich mitdenke. So, jetzt ist schon wieder ärgerlich, dass ich keine Aufladung habe. Die Frage ist halt, gibt es auf der Ebene noch einen Planetenraum? Das ist halt die Frage. Okay, der Raum dürfte eigentlich kein Problem darstellen, weil die kommen nicht zu mir, aber ich komme zu ihnen. Oh, der kommt zu mir, okay. Aber die anderen nicht mehr. Schön. Ah, mit Anlauf. Okay, an den Schlüssel komme ich auch nicht ran. Aber ist in Ordnung. Ja, nee, 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 nee. Freunde, das war knapp. Das war knapp. Das ist das. Nee, will ich jetzt nicht, aber jetzt will ich erst mein Geld wieder haben. Jetzt muss ich erst den Weg zurücklaufen bis zu meinem Geld. Eieieiei, damit ich nämlich... Ich will nicht die Aufladung verschwenden. Die Aufladung will ich für die Räume ja nutzen. Eieieiei, ich mache hier wieder Sachen. So, dann klären wir mal schnell den Raum hier unten auch noch. Ich werde nämlich immer noch nach wie vor schnell getroffen, ne? Daran ändert sich nichts. Spiele auch immer noch ich. High Priestess, okay, das ist cool, das kann man mitnehmen. Die Stars muss ich dann aber jetzt wirklich mal hier lassen, weil die würde mich in den Itemraum bringen und da will ich ja nicht rein. Shot Speed Up ist auch eine coole Geschichte. So. Gehen wir mal nach unten hier weiter. Ach, jetzt habe ich vor Schreck einfach Dings. Ich habe einfach den Nickel gesetzt. Weil ich in den Raum gelaufen bin. Oh nein, ich bin in deinen Raum gelaufen. So, aber wir kommen hier an die Piste ran. Wir haben ja den goldenen Schlüssel. Okay, kriegen wir eine Bombe zurück. Ist in Ordnung. So, was haben wir jetzt hier für einen Raum? Nein. Garantiert nicht. So, jetzt habe ich die Aufladung wieder verschwendet, weil ich dumm bin. Hoffentlich brauchen wir sie nicht. Pff,
wieder. Erst schnell Geld holen, erst Geld holen, erst Geld holen. So, und mit der Aufladung weitergehen. Eieiei, was ist das für eine Ebene? Wie ist die vor allem aufgebaut? So komplett länglich einfach. Jesus. Die Münze ist gedroppt. Nein! Ich wollte sie nicht einsammeln, aber es ist in Ordnung. Es ging gut, es ging gut. Alles ist in Ordnung, alles ist okay. So. Keine Münze. Aufladung ist wieder da. Ui, 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 ui. Gefährlicher Raum. Und keine Aufladung bekommen. In der Ecke da stehen ist auch ganz ungünstig. Ich! Okay. Das sind schon Räume, da wird man ein bisschen, bisschen nervös. Oh Gott, so viele Knochen. Die treffen mich immer so schnell. Ich muss bei meiner Münze bleiben. Ich muss bei meiner Münze bleiben. Okay. So. Ah, ich hab... Hä? Mein, jetzt habe ich die Aufladung wieder verkackt, aber wie soll das denn gehen? Kann ich das... Ah, okay, verstanden. Das ist... Jo, alles klar. Wollte schon sagen, wie kann man denn darüber sprengen? Jetzt habe ich die Aufladung wieder verkackt, da könnte ich mich schon wieder aufregen. Oh, das... Ich wollte gerade sagen, kritischer Moment, aber es ging gut. Menschenskinder! Kein Planetarium, keine Münze. Keine Münze, aber Raum clear. Raum clear, alles gut. Ja, jetzt wird gleich der Boss kommen. Kein Planetarium, schade. Münze. Oh, das ist ein Gegnerpilz in der Mitte. Das ist ein Gegner. Hab ich fast nicht realisiert. So. Ach Gott, echt. Ich brauche ein HP. Ich brauche so dringend einen HP ab. Ich Keeper mit zwei Herzen ist so eine ganz kritische Geschichte. Keeper mit zwei Herzen ist so eine ganz kritische Geschichte einfach. Münze. Okay, und Boss. Aber wir dürfen jetzt noch nicht zum Boss. Ich muss jetzt erst alles Geld sammeln, weil wenn der Boss dann einen Satan-Deal droppt und ich habe kein Geld dabei, ist es ja auch wieder Kacke. Also muss ich jetzt alles an Geld holen, was hier noch rumfliegt. Na, jetzt kommt das große Aufsammeln. Oh, ich dachte, hier war noch was. Dann können wir den Curse Room leider nicht nutzen. Ah, da war noch eine große. Auf 30 Münzen kommen wäre wichtig, weil wir... Hä? Ach, da ist noch eine. Genau. Auf 30 Münzen wäre wichtig, weil wir... Items für 30 auch kaufen könnten. Theoretisch. Also es kommen, glaube ich, 15er Items und 30er Items können kommen. Ich glaube, die 30er sind halt die 2-Herz-Items. Die Frage ist, wir könnten noch natürlich probieren, in der Nähe vom Boss den Dingsraum zu suchen. Da unten habe ich schon gesprengt, da war nichts.
Hier kann nichts sein. Also viele Möglichkeiten gibt es eigentlich gar nicht. Hier könnte noch was sein. Hier kann nichts sein. Dann würde ich den noch probieren und dann würde ich es aber lassen. Ja, dann leck mich. Achso, da ich die eh nicht nutze, können wir es auch sprengen. Oh. Was ist jetzt besser? What is jetzt the better Twinket? Also, die Feder. Plus 0,2 Damage up for each evil item you have. Ich habe kein einziges. Gut, das ist ja schon mal in Ordnung. Und die Windel war, gibt mir den Skatol-Effekt in manchen Räumen, der Fliegen neutral macht. Ja, also im Moment würde ich die Windel bevorzugen. Na, hier kommt kein Damage ab. Ne, da kommt nichts. Okay. Gut, gucken wir mal, was der Boss macht. Ach, sind ja zwei jetzt, ne? Muss ich aufpassen. Shit! Es geht so schnell mit Keeper. Es geht so schnell mit Keeper. Ach, come on. Na gut, haben wir mal wieder einen kürzeren Part. Ich lasse den jetzt so. Ich lasse den jetzt. Den akzeptiere ich jetzt. Es ist jetzt 101. Das ist okay. Es ist okay. Wir gehen nach der 100 wieder mit so einem Part in die nächste Runde. Es ist okay. Ich muss auch gestehen, ich war echt ein bisschen salty, dass wir drei Engel-Items bekommen haben. Und im Prinzip war keins davon nützlich für den Keeper. Es hätte so geile Items in dem Raum geben können. Und es gab einfach nichts, was für Keeper nützlich ist. Ich meine, Wafer ist ein super Item. Ich würde mich über Wafer sofort freuen. Aber nicht beim Keeper. Ach ja. Wie auch immer. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.